12.000 Menschen warten derzeit in Deutschland auf eine Organtransplantation, auf ein neues Herz, eine neue Lunge oder eine neue Niere. Viele von ihnen warten vergeblich und sterben. Der Bundestag berät demnächst über die Frage, wie man uns Deutsche überzeugen kann, mehr Organe zu spenden. Herzlich willkommen hier in der Markkirche in Hannover zu Tacheles zum Talk am Roten Tisch. Liebe Frau Greinert, Ihr Sohn Christian war 15 Jahre alt, als er einen schweren Unfall hatte. Sie waren dann bei ihm, als er sterbend auch auf der Intensivstation lag. Da kam ein Arzt zu Ihnen und bat Sie, seine Organe entnehmen zu dürfen. Schildern Sie noch mal, was damals passierte. Also er ist mit dem Fahrrad verunglückt und versuchte an der Unfallstelle schon zu sterben. Und man hat ihn wiederbelebt und hat ihn dann in die medizinische Hochschule nach Hannover geflogen. Wir konnten zu unserem Sohn, wir haben ihn gesehen, er sah aus wie jeder Intensivpatient. Da gab es Geräte um sein Bett herum und er kriegte Infusionen, da wurde ihm Blut abgenommen. Das heißt, eigentlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, da liegt mein Sohn, er ist schwer verletzt und er wird gut versorgt. Und irgendwann kam in dieser Situation ein Arzt und sagte, so, ich sage Ihnen jetzt schon mal vorab, der ist tot. Da kommt gleich noch ein anderer Arzt, der sagt Ihnen, der bittet Sie dann um eine Organspende. Und dann kam dieser Arzt dazu und sagte uns, sagte, Ihr Sohn war doch sicher ein sozialer Typ. Und dann meinte er noch, es säßen andere Mütter, genauso wie wir, am Bett ihrer Kinder und würden hoffen, dass sie überleben würden. Aber wenn wir uns entschließen würden, ein Organ von ihm freizugeben, dann könnte dieses Kind überleben. Und da ist etwas passiert für mich. Ich habe eigentlich von meinem eigenen Kind weggeguckt auf ein anderes Kind, auf eine andere Mutter. Das konnte ich mir gut vorstellen, wie schlecht es ihr in dieser Situation ging. Aber eine Entscheidung selber konnte ich nicht fällen. Mein Mann hat dann entschieden und hat gesagt, wenn man helfen könnte. Ich habe meinen Sohn im Krankenhaus erlebt. Ich habe erlebt, wie er behandelt wurde. Man behandelt keine Toten. Wie können Sie begreifen, dass ein Mensch tot ist, wenn Sie ihn anfassen, der ist warm. Und wenn Sie sehen, der schwitzt. Sie bereuen heute, dass Sie damals nicht Nein gesagt haben? Ich habe meinen Sohn nach der Organspende noch mal gesehen. Als er an dem Tag, als er beerdigt wurde und als er im Sarg lag. Also erstmal hat mich sein Anblick total schockiert. Ich habe in dieser Situation, als man mich gefragt hat um eine Organspende, überhaupt nicht realisiert, dass man einen Menschen dazu von oben bis unten aufschneiden muss. Und die Art und Weise, so unwürdig, wie man ihn zurückgegeben hat. Außerdem fehlten ihm die Augen. Und das ist etwas, das ist zunächst mal das Allerschlimmste für mich gewesen. Herr Landesbischof Weber, wenn Sie das hören, diese Geschichte, was geht Ihnen durch den Sinn? Es ist eine Situation, in der Menschen in der schwierigsten Situation ihres Lebens, nämlich ein Kind ist tot oder sterbend, um eine Entscheidung gebeten werden, die sie eigentlich in dieser Situation gar nicht fällen können. Ich will hinzusagen, mein eigener Sohn ist als Mediziner in einer großen Universitätsklinik gelegentlich bei solchen Verfahren dabei. Und mit dem habe ich natürlich gesprochen und habe ihm im Vorfeld dieser Sendung gefragt, wie geht das? Sind diese Berichte, die ich natürlich auch lese und höre, ist das so? Und er sagt, ja, sowas hat es gegeben, aber wir sind in einer ganz besonderen Weise gehalten, mit dem, was da ist, in Würde umzugehen. Das zunächst mal. Der zweite Aspekt, der mir jetzt einfach als Pfarrer wichtig ist, ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Seelsorge. Das heißt, wie wird mit Menschen in dieser Situation auch seelsorgerlich umgegangen? Das, was hier geschildert ist, darf so nicht ablaufen. Ich glaube, darüber sind wir uns alles einig. Dies ist eine Verkettung von ausgesprochen unwürdigen Erlebnissen, die aneinandergereiht sind, die sich dann verdichten in einer Art und Weise, dass man nur wirklich ihnen höchsten Respekt und die Entschuldigung der Ärzteschaft aussprechen kann. Frau Greinert, das ist nicht gut gelaufen.
Ich arbeite selber in Hamburg in einem Team mit, was auch Hirntodfeststellungen macht. Wir arbeiten in einer großen Klinik und machen sowohl die Organspendeseite wie die Transplantationsseite. Und so etwas darf es nicht geben in dieser Art und Weise. Und ich habe auch das Gefühl, in der Aufarbeitung dessen, was Ihnen widerfahren ist, haben Sie hinterher nicht genug Hilfe gehabt. Man muss an der Stelle tatsächlich sich überlegen, was versteht jeder von uns unter dem Begriff Würde? Es ist natürlich so, dass die traditionelle, jetzt in Anführungsstriche, Art, wie man gewohnt ist, einen Sterbenden zu begleiten, in dem Moment, wo er vorbereitet wird, also weiter behandelt wird im Hinblick auf die Organentnahme, ist in dieser Form nicht mehr möglich. Insofern ist jetzt diese Begleitung, die wir vielleicht alle traditionell so haben, man sitzt am Bett, rechts und links ein Angehöriger und hält die Hand. Ich mache das jetzt ein bisschen kurz. Ja, aber so wünscht sich das, glaube ich, jeder Mensch. Das ist in dieser Form nicht möglich. Es ist ja so, dass in Deutschland immer mehr Menschen, Herr Montgomery, eine Patientenverfügung haben. Und damit ja im Grunde dokumentieren, lasst uns bitte in Frieden gehen und bindet uns nicht an eine Maschinenmedizin. Ist das im Hinblick auf die Organspende ein Problem? Ja, das ist ein sehr großes Problem. Eine Patientenverfügung, die zum Beispiel nur den einfachen Satz enthält, ich möchte an keinen Schlauch und keine Maschine angeschlossen werden, ist implizit auch eine Ablehnung einer Organspende. Weil, das hat er aber, was du völlig richtig beschrieben, im Moment der Hirntodfeststellung wird der Körper, werden die körperlichen Funktionen, weil ja keine geistige Funktion mehr da ist, maximal erhalten. Und deswegen ist eine Patientenverfügung, die so plastisch einfach sagt, macht nichts mit mir, eigentlich auch gleichzeitig das genaue Gegenteil zur Bereitschaft zur Organspende. Das bringt im Grunde doch auch die Kirchen in einen Konflikt, Herr Weber. Sie sind einerseits für Patientenverfügung, aber auch für Organspenden. Das ist doch ein Widerspruch. Also wir haben die Patientenverfügung im letzten Jahr gemeinsam, alle christlichen Kirchen in Deutschland, ja wieder modernisiert und auch unter die Leute gebracht, auch mit voller Überzeugung. Und wir empfehlen für Menschen, die einen Spendeausweis haben, festzuhalten in der Patientenverfügung, dass dort drin steht, Organentnahme soll stattfinden können, allerdings, und jetzt kommt eine wichtige Klausel, mit Zustimmung der Angehörigen. Das ist so ein Punkt, wo versucht wird, also diese Unsicherheiten oder die Unklarheiten nochmal zumindest zu steuern. Mein Aha-Erlebnis in dieser ganzen Diskussion, weshalb ich dann auch angefangen habe, das auch historisch und anders zu verarbeiten und wissenschaftlich nachzuforschen, ist eben 91 eine Patientin, die ich 3 Monate lang behandelt habe, die hirntot war und die eben 3 Monate von uns behandelt wurde, weil sie schwanger war und hat ein gesundes, lebensfähiges Kind auf die Welt gebracht. Natürlich per Kaiserschnitt, ist klar. Das Kind lebt heute, macht eine Ausbildung. Also ich kenne auch solche Fälle und ich kann Ihnen nur sagen, genau die Funktion, die Leistung des Gehirns, nicht des Kopfes, sondern des Gehirns, ist genau das, was uns von vielen anderen Lebewesen unterscheidet. Wir haben auch unterhalb des Gehirns Reflexzentren. Das kennt jeder von Ihnen, wenn man auf die Kniescheibe haut, das kommt nicht vom Gehirn, das kommt von viel tiefer. Und das ist auch da noch vorhanden, aber das sagt überhaupt nichts darüber, dass dieser Mensch unumkehrbar über die Schwelle des Hades gegangen ist und nie wieder zurückkehren wird. Das, was Sie als Menschenbild beschreiben, ich finde das auch schön, wie Sie das dargestellt haben, kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber biologistisch in bestimmten Ansätzen. Das ist nicht das Menschenbild, das wir sowohl in der Philosophie, in der abendländischen, in der Theologie schon mal gar nicht haben, sondern da hat es natürlich auch nicht nur den Kopf, das Gehirn ist nicht das Zentrum, um das es geht, sondern es ist die Ganzheit. Und zwar, es gibt kein Denken, Leib ohne Geist und kein Geist ohne Leib. Das steckt ja auch hinter der Auferstehungshoffnung, die wir im Christentum damit verbinden. Wenn Sie also so argumentieren, müsste das doch bedeuten, dass Sie jeden Menschen, der in einer solchen Situation ist, über Intensivmedizin so lange behandeln, bis alles zusammenbricht. Es ist heute einfach, wird überhaupt nicht mehr diskutiert, dass Hirntote Sterbende sind. Wir haben einfach eine bestimmte Vorstellung, wie wir alle sterben möchten. Und ich denke, Sie als Vertreter der Kirche ermuntern sicher auch Menschen zur Sterbebegleitung. Das können Sie in dieser Situation überhaupt nicht. Ich sage nochmal, keine Pflicht, offene Entscheidung,
umfängliche Informationen und zugleich aber auch der Aspekt, hier kann etwas getan werden, selbstlos, um Menschen Leben zu schenken.